100 Jahre Bundeskanzleramt, 2 Jahre näher. Gut, auf der Dispo steht um 12 Uhr, geht es los. Jetzt ist 11.59 Uhr hinter mir. Jennifer Lawrence sucht noch ihren Platz. Und die anderen wichtigen kommen auch später. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rechtzeitig ausgeht, dass die da jetzt alle um Punkt 12 Platz finden werden. Ja, es ist ja tatsächlich so, ich bin einer, der schon seit Stunden hier steht. Ja, ich habe den Lichtcheck gemacht, ich habe den Soundcheck gemacht, ich habe mich geschneuzt, ich habe mich gekampelt. Ja, ich bin einer, der sich zu Hause schneuzt, ne? Nicht wie der Bundeskanzler da vor Ort, damit er die Viren irgendwie verbessert. Ja, und dann gibt es solche, die kommen in letzter Sekunde, glauben in der ersten Reise noch Applaus. Natürlich, die sind mir die allerliebsten. Da geben wir das Geimpfte auf, wenn es noch eine Impfung dafür gäbe. Ja, das ist wirklich unerträglich. Oder dann diese Leute, die dann noch in letzter Sekunde sich umsetzen. Ich habe meinen Sitzplatz reserviert hier. Ja, natürlich, setze auf meinen Platz. Sie kommen in der letzten Sekunde. Wann fängt die Veranstaltung endlich an? Die Heisel-Veranstaltung. 100 Jahre Kanzleramt und bereits ein 50stel davon unter meiner Herrschaft sozusagen. Viele Kanzler haben etwas mitgenommen aus dem Kanzleramt und ich nehme sie jetzt mit auf meiner Reise, wie ich nach dem Schallenberg Kanzler wurde. Herr Bundeskanzler, gratuliere, dass das nicht mehr bist. Du bist das überhaupt nicht mehr. Du bist der nächste Bundeskanzler. Meine Finger, oder mal Stärke zeigen, man muss Stärke zeigen. Gilt doch auf der Hinterbank, hey. Stärke zeigen! Das tut weh! Ich sage es allen, wir müssen Stärke zeigen, auch im Internationalen. Ja, das ist ganz leicht hier unter uns, aber einem Erdogan wirst du das nicht sagen. Sicher sage ich dem auch. Sage ich, Erdogan, was du zu dir gemacht hast, ist aber... Was ist, Herr Präsident? Ah, Sie haben sehr, sehr starke Oberarme, trainieren Sie heimlich. Er soll mich nie wieder berühren. Wenn Sie ihn noch einmal berühren, sind Sie Ex-Kanzler, verstehst du? Ex-Kanzler haben die Türken gesagt. Ein Kanzler, der Ex, das bin ich. Da ist er. Der Kanzler der Lebkuchenherzen, der Ex-Kanzler, der Ex der Mollerbisten. Geil, Ex für uns. Ja. Seit einer Stunde tut der schon. Der Rückflug. Er hat es geschafft. Auf Ex. Bravo. Der Ex-Kanzler. Ja, vielleicht sind Sie in einem Jahr tatsächlich der Ex-Kanzler, wenn es Kanzler Kickl oder Kanzler Babler gibt. Was gedenken Sie dagegen? Das kann ich nicht. Ich war mit dem Sobotka hier erinnern und der hat gesagt, bei der Renovierung hier in dem Haus hat man hinter den Vertäfelungen hier im sogenannten Kelsenkammerl hat man noch geheime Dokumente aus der Verfassungsgeschichte gefunden. Und die kann ich jetzt aus dem Gedächtnis faksimilieren. Was? Da steht drinnen, wenn die ÖVP bei der Nationalratswahl Dritter wird, dann muss sie den Kanzler stellen und darf sich den Koalitionspartner aussuchen. Entschuldigung, Herr Bundeskanzler, wollen Sie mich für deppert verkaufen vor meinen Augen? Schreiben Sie da die Verfassung pseudomäßig um? Ich meine, so wollen Sie Kanzler bleiben, oder was? Ja, beim Schüssel auch so. So unfair, wenn das bei mir nicht gilt. Ja. Außerdem ist noch ein Dokument aufgetaucht, wo drin steht, dass ich der längst dienende Bundeskanzler der Zweiten Republik gewesen sein werde. So, bitte, ich schütze Sie jetzt vor sich selbst. Ich nehme Ihnen da Papier und Bleistift weg. Ja. Den Rest erzählen Sie bitte Ihren Hund. Ja? Geh her, du Fanny! Ja, geh her! Es ist noch ein Dokument aufgetaucht, da steht, wenn ein Kanzler einen Hund besitzt, dann zählt die Amtszeit in Hundejahren. Jetzt war ich 2 Jahre, macht 14, der Kreisky war 13, also bin ich am längsten gewesen von alle. Jetzt zählt mal 7! 7 Bier für den Tischler! Nur für mich! Nur für er! Maschek, meine sehr verehrten Damen und Herren! Großartig! Stachel und Hörmann Seder! So, Arnold, das war der Maschek-Clip diese Woche. Hier unten, da stehen die ganzen Infos zum Clip. Ja, ich habe aber eine Frage. Ja. Mag diese Clips immer, aber ich habe immer Angst, dass ich einen Clip von Maschek übersehe. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich erinnert werde, dass ein neuer Clip kommt? Musst du den Kanal abonnieren. Ihr könnt das auch machen. Abonniert den Kanal, setzt die Glocke. Das ist auch immer gescheit, damit man nichts verpasst wie der Arnold. Und kann man Tickets auch kaufen? Ja, gibt's auch einen Link. Tickets. Kaufen.